das NRW-Deluxe-Jahresgespräch mit Oberbürgermeister Norbert Veit aus Solingen. Die Highlights des letzten Jahres zum Beispiel. 2011 ist es in Solingen gut weitergegangen. Wir haben trotz mancher Sorgen auch einschneidende positive Erlebnisse gehabt. Und ich erinnere mich besonders an zwei Tage, nämlich einmal, als wir den Ehrenpreis der Stadt Solingen, die schärfste Klinge, an Joachim Gauck haben verleihen dürfen. Das war für mich persönlich ein ganz großes Highlight, diese beeindruckende Persönlichkeit kennenzulernen und diesen Preis an diesem Tag im Namen unserer Bürgerinnen und Bürger an ihn übergeben zu dürfen. Ein zweites Highlight war selbstverständlich erst vor kurzem jetzt die Sprengung des Turmhotels, weil damit ein großes Symbol verbunden ist, als einem Teil der Silhouette der Stadt Solingen, aber auch einer vergangenen Zeit. Und insofern ist es der Aufbruch in eine neue Innenstadtentwicklung. Das ist ein wichtiges Zeichen, auch für 2012 schon. Von den Highlights zu den Wünschen des OBs für das neue Jahr an die Solinger Bürger. Den Bürgerinnen und Bürgern wünsche ich zunächst einmal ganz persönlich viel Glück, Gesundheit. Diejenigen, die nach Arbeit Ausschau halten, dass sie einen Arbeitsplatz finden, um ihr eigenes Leben gestalten zu können. Einen guten Zusammenhalt in der Familie, gerade jetzt über die Feiertage. Einen guten Zusammenhalt in den Nachbarschaften, in den Vereinen, in den Schulen, dass die Kinder gut weiterkommen. Jedes Kind braucht eine gute Schulausbildung, dafür setze ich mich ein. Und dass wir in dieser Stadt insgesamt weiter Fortschritte erzielen, dass wir auch stolz sind auf Solingen, auf unsere schöne Stadt.